Willkommen zurück bei... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Willkommen zurück bei Tomb Raider. Mir platzen gleich meine Ohren. Ich habe mein Mikrofon so... Oh mein Gott. Ich glaube, das war, weil ich das zweite Mikrofon rausgesteckt habe, dass ich auf einmal so viel mehr Lautstärke hatte. Das ist ja mal sehr interessant. So, ich nehme meinen Controller, der immer noch hier hinten irgendwo liegt. So. Und wir machen weiter. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren, um ehrlich zu sein. Genau, genau. Wir wollten uns erst um das Königshorn kümmern. Ich erinnere mich, der zeremonielle Gegenstand für den Prinzen, der momentan entführt worden ist. Also theoretisch vielleicht nie König wird. Aber trotzdem besorgen wir erst das Ritualmaterial, damit er vielleicht, wenn wir ihn dann retten, König werden kann. Bevor wir ihn tatsächlich retten. Ob das so sinnvoll ist, sei mal dahingestellt, aber wir machen es so. Es ist das gleiche Seilrutschgeräusch wie im allerersten Reboot. Ja. Hey, ja. Hey, ja. Ja, ja. Gut, gut, gut. Wir laufen, wir laufen, wir laufen. Ja, nachdem ich gestern ja ein bisschen verzweifelt bin an diesem komischen Rätsel mit diesem blöden Seil. Das ist übrigens auch eine Kleinigkeit. Ist jetzt wieder Kritik. Ich finde es ein bisschen nervig, dass die Schwierigkeit des Spiels darin besteht, den Weg zu finden. Es sind keine Rätsel, die man lösen muss, sondern man muss irgendwas suchen und finden. Ne? Also, das ist ja jetzt nicht schwierig gewesen. Ja, wobei, es wäre wahrscheinlich schwierig gewesen, wenn ich es nicht direkt hinbekommen hätte. Vater, Vater, komm schnell! Die Ichik! Was willst du? Wir haben jetzt keine Zeit für Honoratus Rebellion. Bist du Kabil? Uchu schickt mich wegen des Königs. Des Königshorns? Den Ruf an die Zukunft? Sieh doch, was die Zukunft meiner Gegenwart gebracht hat. Geh einfach. Der Kult fand heraus, dass Vater das Horn macht und hat zur Strafe die Pflanzen vergiftet. Mama wurde krank. Mein Bruder Quali sollte auf dem Markt Kräuter holen, aber er ist noch nicht zurück. Das ist furchtbar. Ich versuche, deinen Bruder zu finden und die Kräuter zu besorgen, die du brauchst. Danke. Zum Markt gehen. Ja, der Kult, der weiß schon, wie man es macht. Ne? Man kann natürlich jetzt sagen, ja, es ist ja grausam, aber im Nachhinein... Zieh die durch. Verzeihung. Ah, Ishik. Wie kann ich dir helfen? Ich suche Quali, den Sohn von Kabil. Oh, der arme Junge. Chimai, einer von Kukulkans Männern, hält ihn oben am Markt in einer Zelle fest. Jetzt wartet er auf den Au wegen der Strafe. Danke. Alles Gute, Ishik. Dankeschön. Okay. Ein Kind als Geisel, das ist aber auch wieder... Zeugt von Stärke, sowas. Zeugt von Stärke. Gibt es hier irgendwie keine... Ja doch, es gibt ja diese Tempelwachen, die alle natürlich dem Bösen unterstellt sind. Mieser Dieb, du sollst... Ein Kräuterdieb. Ist bestimmt sehr gefährlich. Heute ein Diebstahl, morgen ist es ein Mord. Ein großer Sprung, findest du nicht? Willst du wirklich wissen, was ich denke? Wir sollten die kleinen Ratten alle zusammentreiben und ertränken. Jeder einzelne. Vor allem Jomil. Sein Vater mag eine Schlangenwache sein, aber er nicht. Wie soll ich zurückgehen? Hä? Okay. Das ist alles meine Schuld. Jetzt triff es! Daneben. So. Hallo. Hey, du bist Ishik von den Fremden, stimmt's? Ja, freut mich, dich zu treffen. Wow. Cool. Ich bin Jamil. Was ist denn das für ein Spiel, Jungs? Es ist kein Spiel. Mein Vater ist eine Schlangenwache, ein Priester. Ich habe sein Messer genommen, um es meinen Freunden zu zeigen. Und Chimai hat's gesehen. Chimai weiß, was mein Vater mit mir machen würde und hat das Messer darauf geworfen. Er steckt fest. Oh, vielleicht kann ich was tun. Wow, wirklich? Danke. Wartet mal, ist das jetzt... Ist das jetzt der Sohn hier? Oder sitzt der Sohn da hinten und ist gefangen genommen worden? Ne, der Sohn ist doch hier hinten. Und wer ist das jetzt? Ist mir jetzt ein bisschen zu hoch tatsächlich. Oha. Einfach mal Gold im Wasser. Warum nicht? War da nicht noch... Ne, hier ist... Was? Hier ist ein Überlebendenversteck, hier unten irgendwo. Hier, tatsächlich. Hep, hep. Hep, hep. Hep, hep.
Wo ist das Messer? Messer ist gar nicht hier oben. Okay. Ein bisschen Fallschaden, aber ist ja nicht schlimm. Ach hier, mein Gott, ich dachte schon. Danke, Ishik. Gern geschehen. Hey, Moment mal. Die Erwachsenen hier verjagen uns immer. Du hast uns geholfen. Was willst du? Ruhe, ich rede mit ihr. Gut. Was willst du, Ishik? Also, können wir zum Dank irgendwas für dich tun? Ich möchte Kuali helfen. Du kommst zu spät. Er wurde zum Tode verurteilt. Wir können nichts tun. Und Chimaye, die Wache, hasst dich. Würde Chimaye dich verfolgen, wenn du ihn ärgerst? Warum? Wenn er nicht auf seinem Posten ist, kann ich zu Kuali. Klar, das ist gut. Oh, sag Kuali, wir treffen uns in der Höhle. Er weiß, wo das ist. Dort ist es sicher für ihn. Mach ich. Gehen wir. Asto, Raimi, mir nach. Samin, du deckst uns. Und danach zur Höhle. Zurück, Ishik. Wir machen dir den Weg frei. Chimaye, du Feigling. Du wirst als Sklave enden. Spüre meine Klinge. Ja, und Lama-Köttel sind köstlich. Lauf, lauf! Schön mit Lama-Kot in den Mund geworfen. Schön. Perfekt. Wali befreien. Der Dieb muss bestraft werden. Bitte, es waren nur Kräuter. Bitte, ich... Dein Bruder hat mir von dir erzählt. Wer bist du denn? Jemand, der helfen will. Ich habe das alles doch nicht gewollt. Ich wollte nur, dass meine Mutter wieder gesund wird. Wo sind die Kräuter? Gib sie mir. Ich heile deine Mutter. Geh, deine Freunde warten in der Höhle auf dich. Danke. Hier sind die Kräuter. Ich renne so schnell ich kann. Gut. Er hatte die Kräuter sogar noch. Das ist ja auch geil, ne? Eine Stadtwache, die einen Dieb fängt, aber ihnen das Diebesgut nicht abnimmt. Alles klar. Zu Kabil zurückkehren. Okay. Ja, war doch eine süße Aufgabe, oder? Alles klar. Dann kann er jetzt das Königshorn herstellen. Dann können wir den Prinzen retten. Denn dann stellt sich erst raus, ob es überhaupt Sinn gemacht hat, das ganze Horn herzustellen. Ich versuche gerade die Hütte freihand wiederzufinden und das hat nicht funktioniert. Nee. Ich bin aber echt irritiert, dass die kein neues Tomb Raider machen. Die haben ja wirklich gesagt, dass sie jetzt eine Pause machen, dass es eine Trilogie ist und auch bei der Trilogie bleibt. Und jetzt demnächst erstmal kein neuer Teil geplant. Das verstehe ich gar nicht. Ich meine, die klappen doch ganz gut. Wobei ich sagen muss, ne, ich wiederhole mich jetzt, also mir hat Rise bis jetzt tatsächlich besser gefallen. Ich weiß, mal gucken. Ich nicht, du sollst gehen. Kuali ist sicher und ich habe die Kräuter für deine Frau. Wirklich? Und willst du sie damit heilen oder um das Königshorn feilschen? Hier, die helfen dir. Sei gesegnet, Ishik. Kabil, du benimmst dich furchtbar. Gib ihr das Horn. Hier, mit Respekt für den künftigen König. Danke für einfach alles. Danke. Perfekt, das Horn zu Uchu in Unuratas Versteck bringen. Perfekt. Ah, endlich. Endlich. Runny, run, run, runny. Hallo. Hallo, Freunde. Hallo, hallo. Es sieht schon mega geil aus. Also darüber will ich gar nicht streiten. Aber irgendwie hat mir diese... Aber es ist schon cool, ne? Wenn man sich das so anguckt mit dieser Tempelanlage. Bei Rise war ja quasi alles Alte da, aber eben dann durch die Zeit eben auch so modern und so. Und hier ist halt alles so, wie es früher war, wodurch man sich noch besser in diese damalige Epoche, keine Ahnung, Gesellschaft einfindet. Und es wirkt halt noch ein bisschen interessanter als Rise. Das stimmt schon, aber irgendwie hat mich bei Rise das Gameplay ein bisschen mehr gefesselt. Ich weiß auch nicht.
Wahrnehmung verbessert, ja. Oh. Wahnsinn. Vögel, die durch Häuser fliegen. Fängt ja super an. Hallo, hier ist das Horn. Du bist als Erste zurück. Jonas' Geschichten über dich sind wahr. Das Königshorn, wie gewünscht. Hat Kabil dir Ärger gemacht? Du hattest recht mit seiner Frau. Sie weiß wirklich, wie man mit ihm umgeht. Danke hierfür, Lara. Gerne. Uchu, was meintest du damit, ich wäre als Erste zurück? Die Männer, die anderen Dinge holen sollten, sind vor 3 Tagen aufgebrochen. Und noch nicht zurück. Glaubst du, ihnen ist was zugestoßen? Quenty macht mir die meisten Sorgen. Er ist jung, risikofreudig. Springt ins Wasser, ohne vorher zu prüfen, wie tief es ist. Den Typ kenne ich. Jonah. Jonah hat recht. Das beschreibt Quenty perfekt. Ich hätte Quenty nie zu dem verdammten Ort schicken sollen. Zu welchem Ort? Der alten Zisterne. Dort werden Mankos Überreste vor dem Kult versteckt. Wer ist Manko? Der Bauer, der die Vorfahren von Zairi und Amaru vor Jahrhunderten aus Cusco in Sicherheit geführt hat. Wir nennen ihn den Bauernretter. Wir brauchen sein Amulett für die Krönung. Warum wurde Manko versteckt? Mankos Anhänger sind bekannt als der Orden des Bauernretters. Daraus entstand diese Rebellion. Als der Kult von Kukulkan die Macht übernahm, wollte er den Orden vernichten. Manko wurde an einen geheimen Ort gebracht und bewacht. Aber mit dem Niedergang des Ordens schwand auch die Erinnerung an diesen Ort. Wenn du willst, könnte ich nach Quenty suchen. Du hast schon viel getan. Das Königshorn zurückzubringen war eine große Geste der Freundschaft. Es ist wirklich kein Problem. Vielleicht zeigt Quenty mir die besten Klippen zum Springen. Bitte ermutige ihn nicht. Der Eingang zur Zisterne ist eine Höhle über dem weißen Baum. Folge der Spur. Sie wird dich hinführen. Alles klar. Es war so logisch, dass wir alles besorgen müssen. Ist dafür das Ding hier da? Möglicherweise, oder? Die alte Zisterne? Dann legen wir jetzt vielleicht das Gebiet frei und dann haben wir alles fertig, außer die eine Ecke. Wow. Aber wie gesagt, die Grundidee, ich meine, man muss sich auch mal überlegen, jetzt Inversion in, ihr wisst schon, also hin oder her. Die mussten sich überlegen, wie bekommen wir das hin, mit der Spielmechanik optionale Gebiete rundum zu machen, die dann eben für die Aufgaben relevant sind. Und da finde ich es eigentlich ganz cool, dass wir das Dorf haben mit diesen 8 Wegen rundum und jeder dieser Wege eben für eine Aufgabe ist. Das ist ja so die einfachste Variante, wie man in eine Open World dann eben doch... Uchu sagt, der Eingang zur Zisterne war eine Höhle über dem weißen Baum. Wie man dann eben doch ja, diese Aufgaben auch in Gebiete packen kann. Die denn da nicht drauf gehen. Epp. Da ist der Eingang. Die Höhle betreten. Okay, das hat ja dann ganz gut funktioniert. Und ein Schriftstück. Während einer erbitterten Schlacht legt ein Mann aus zweierlei Blutlinien die Waffen nieder und überzeugt mit einer leidenschaftlichen Ansprache die anderen Krieger, es ihm gleich zu tun. Sie folgen ihm vom Schlachtfeld in die Stadt und enthaupten dort mehrere Kaufleute, deren Streitigkeiten den Krieg verursacht hatten. Effizient und sicherlich der in Anführungszeichen einfachste Weg, um den ganzen Stress beizulegen. Story abgeschlossen. Gründung von Paititi. Wir haben eine Artefaktsammlung vollständig. Super. Alter. Och komm, es war dunkel. Ich habe gar nichts gesehen. Ja, so schnell geht's, ne? So schnell geht's. Da geht man in irgendeine Maya-Ruine, guckt nicht auf den Boden und zack, ist man tot. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Spieler da gestorben sind. Das ist wahrscheinlich so eine der häufigsten Todesstellen. Taschenlampe an. Husch, husch. Jetzt ist schon sehr auffällig.
War schon meine Schuld. Ja, damit. Und hier ist nochmal was zum Lesen. Das hier zeigt einen Massenzug aus einer großen Stadt. Das muss Manco sein, der die Vorfahren der Priesterin aus Cusco hinausführt. Okay, Cusco, Cusco, Cusco. Und einmal... So. Aber sehr offensichtlich, dass hier schon jemand gewesen ist, ne? Der hat hinter sich die Wände wieder zugemauert. Hier war seit Jahrhunderten keiner mehr. Ja, ich wollte schon fast sagen, das danke. Das muss der richtige Ort sein. Mhm. Ein Schriftstück. Die sterblichen Überreste des Bauernkönigs wurden an einen geheimen Ort gebracht. Wir wissen, dass der Kult Gegenstände und Artefakte stiehlt und sie den Menschen vorenthält, um sie fügsam zu machen. Wir werden nicht zulassen, dass auch Manco derart entweiht wird. Ja. Da sind die ja genau richtig mit Trinity, die ja so gut wie alles stehlen wollen. Das könnte ein Abbild des Bauernerlösers sein. Der Kult von Kukulkan hat es möglicherweise gestohlen, um seine Verehrung durch die Paitizianer zu verhindern. Vielleicht wurde es den Kultisten aber auch als Bezahlung für ihren Schutz überlassen. Sieht sehr creepy aus. Da geht es weiter. Schon wieder so ein versteckter Weg, ne? Also das Spiel neigt wirklich dazu, diese einfach nur offensichtlich... Also die Wege, die man eigentlich finden müsste, zu verstecken, wodurch das schwierig wird, den Weg weiterzufinden. So ein bisschen... Wiki. Wiki. Weiß es auch nicht, wo hier der richtige Weg weiterführt. Oder ist das jetzt optional? Ach, hier ist nur Gold, okay. Aber es sieht schon echt mega schick aus. Also ich überlege die ganze Zeit schon, ob ich mal ein anderes Spiel gespielt habe, was so eine schöne, in Anführungszeichen, Maya-Welt gezeigt habe, Inka-Maya-Welt. Ich glaube nicht. Es ist schon wirklich sehr schön umgesetzt alles. Mankos Ruhestätte. Das sieht verdächtig aus. Das war so klar. La la la. Schwimmi, schwimm, schwimm, schwimmi, schwimm, schwimm. Schwimmi, schwimm. Schwimm, schwimm, schwimm. Oh, was haben wir denn hier? Sieht aus wie eine Totenprozession. Der Orden versteckt Manco vor dem Kult von Kukulkan. Mhm. Einen Moment bitte.
So, Entschuldigung, alle Leute wollen was von mir, nur ich will nicht was von denen. Nee, Entschuldigung, ich muss gleich nochmal kurz eine Mail verschicken, aber das kann jetzt auch die paar Minuten warten. So, ja, wir sind hier in der Zisterne. Hier geht's nicht weiter, hier können wir nichts machen. Da können wir auch nichts machen. Da können wir auch... Haben die Mayas oder Inkas wirklich die Leichen so offen liegen lassen und die nicht irgendwie in Särge gepackt oder so? Das ist ein bisschen eklig irgendwie. Vor allem dann noch überall da, wo schön, ja. Scheiße, nein. Oh, Mist. What? Okay, das ist nicht ganz so schlimm, weil ich hier durchkomme. Und hier ist jetzt Luft. Okay, das ist ja... Okay. Jetzt komme ich hier rein. Okay, das kennt man ja. Das kennt man aus zum Beispiel Far Cry New Dawn oder auch im... War es nicht in Rise sogar schon? So eine Kammer, wo das Wasser gestiegen ist und man Stück für Stück höher kam? Ich meine schon. Begräbnispuppen, Töpferware und Kleidung wurden den Toten beigegeben. Das hier war mehr als ein Versteck. Der Orden hat eine Krypta gebaut. Ach Moment, der Orden hat eine Krypta gebaut? Jetzt der böse Orden, oder? Ich bin verwirrt. So, rein damit. Dass das hier eine Krypta ist, das war mir schon vorher relativ klar. Wasser kommt wieder. Gar kein Problem. Ja, wupp. Okay, es ist nur halb zugegangen. Alles klar. Und dann hier der Spaß wahrscheinlich nochmal. Der Orden ließ Mitglieder als Wächter zurück, als er die Zisterne verschloss. So viele Knochen. Sie opferten sich, um diesen Ort zu schützen. Ja, das hat man doch sogar, glaube ich, früher mit den Pyramiden gemacht, oder? In Ägypten, dass man wirklich da die Arbeiter und sowas mit eingeschlossen hat. Oder die Wächter, die Hüter des Pharaos oder sowas. Das ist ja nichts Besonderes. Ach so, ich dachte, da kommt schon das Wasser durch. Hier oben denn? Da oben ist aber nichts, oder? Oh Gott, die Tür ist zu. Oh mein Gott. Ganz ruhig. Okay, das ist aber jetzt schon, das könnte ganz schön knapp werden, zeitlich. Schnell durch, ja, Laura. Schnell, schnell, schnell. Okay. Eieiei. Raus hier. Hallo, Manko. Gut, wo ist das Amulett? Ich habe so eine Befürchtung, dass das Amulett nicht hier sein wird. Wäre beinahe zu einfach. Aber das war jetzt hier die Ecke. Tatsächlich, guck mal. Was ist das da? Sarkophag. Ach so, das ist das Gesamtziel der Ecke, glaube ich. Okay, bitte das Amulett, bitte. Lass nicht alles umsonst gewesen sein. Jetzt muss es zurück zu Uchu. Mehrere verflochtene Stränge aus reinem Silber. Soweit ich weiß, war Manko ein einfacher Bauer. Die Kette muss nach seinem Tod angefertigt worden sein, um ihn mit dieser Opfergabe zu ehren. Ah, das ist aber geil gemacht. Wir bekommen quasi nur ein Foto davon, weil das Richtige... Licht. Vermutlich noch ein abgeriegelter Gang. Weil wir das richtige Amulett hier abgeben, hat Laura quasi nur ein Foto davon dabei. Das ist ja geil gemacht. Und neuer Fähigkeitspunkt. Wir bekommen Fähigkeitspunkte ohne Ende. Wobei bis jetzt so wenig Kämpfe waren, dass ich die Fähigkeiten kaum brauche eigentlich.
Also diese ganzen Kampffähigkeiten sind bis jetzt relativ unnötig für die 2-3 Kämpfchen, die wir hatten. Aber ich will mich nicht beschweren, sonst kommen gleich wieder die riesigen Arenen aus dem Reboot zurück. Und da kann ich auch drauf verzichten. Upp. Hey. Achso, wir sind wieder hier. Okay. Okidoki. Und Sprung. Und Sprung. Ach so, nee, Moment mal. Das ist die falsche Richtung, oder? Ich muss mal hier rum. Oder bin ich gerade vollkommen bescheuert? Hier rum. Hier raus. Oder... Ja, genau, dann rechts rum. Okay, das war's ja dann schon. Ich bin ja quasi direkt am Ausgang. Ich bin gerade wieder reingelaufen. So. Sehr schön, das war die Zisterne. Das war doch... Nein! Nein! Ach Gott. Och, komm schon. So, jetzt vorsichtig. Dieses... Da ist das Loch. Sprung. Darf ja nicht wahr sein. Beim Reingehen und beim Rausgehen. Ach Gott, ach Gott. Das wird mir auch passieren. Ich würde den geilsten Schatz ever finden. Irgendwo in Ägypten, so eine versteckte Pyramide, komplett unter der Wüste oder sowas. Ich hätte den besten Schatz auf meinen Schultern, den es gibt, und würde dann beim Rausgehen in eine Stachel treten, die ich beim Reingehen noch ganz klar gesehen habe. Und zack, wäre ich tot. Oha. Mega. Aber wenn ich jetzt noch den dritten Gegenstand holen muss, dann bin ich aber ein bisschen mad. Dann machen wir jetzt mal ein etwas kürzeres Video. Ich bringe jetzt noch den Gegenstand zurück und dann mache ich einen kurzen Schnitt. Weil ich dann mal ganz kurz, wie gesagt, eine Mail verschicken muss, die scheinbar relativ dringlich ist. Guten Morgen, willkommen im Livestream. Also für den Livestream mache ich nur eine kurze Pause. Und dann mache ich danach direkt weiter. Aber für YouTube endet dann das Video. So. Bitte, bitte, bitte sag einfach nur, dass der dritte Gegenstand da ist. Ich will jetzt auch nicht alles holen müssen. Hätten die auch direkt sagen können, Laura, hol bitte alle drei Gegenstände. Statt zu sagen, jo, die anderen holen den Rest. Wo war der übrigens, der Typ, der das holen sollte? Ah, Laura. Kenti ist gerade zurückgekommen. Angeschlagen, aber lebendig. Freut mich, dass es dir auch gut geht. Die Zisterne ist eine Herausforderung. Schön, dass Quenti es geschafft hat. Aber leider ohne das Amulett des Retters. Meinst du dieses Amulett des Retters? Was? Du hast es gefunden? Das ist unglaublich. Hier. Ich kann dir nicht genug danken. Wenn Shan mit dem Meisterbogen zurückkehrt, werdet ihr alle geehrt. Du wirst uns doch die Ehre erweisen. Ich komme. Nein, oder? Amulett des Retters, Herz und Verstand. Mankos Halskette zurückbringen. Moment, soll ich das dritte auch noch holen oder nicht? Ist gerade nicht ganz verstanden, was der am Ende gesagt hat. Nee, soll ich nicht. Das Königshorn. Er hat's im Verstand. Nee, das war's. Okay. Nebenmission. Haben wir alle? Außer die Herausforderung. Okay. Gut. Halbes Stündchen. Warum nicht? Dafür bauen wir jetzt eine Zisterne. Machen beim nächsten Mal dann mit der Hauptstory weiter. Wir werden hoffentlich den Prinzen retten. Und die Rebellion hier weiter vorantreiben. Und damit Trinity und vor allen Dingen diesen blöden Dominguez, zurechtweisen. Ich freue mich drauf. Bleibt dabei im Livestream. Auf YouTube geht's morgen weiter wahrscheinlich. Mit Shadow of the Tomb Raider. Bis dann. Ciao. He wants to alter the course of humanity. If you had that power, what would you do?